Leute, die Dataminer sind sich mittlerweile einig, wie das Rework von Lifeline aussehen soll. Ich habe sämtliche Fähigkeiten für euch. Es gibt aber meiner Meinung nach einen Riesenhaken. Keine Frage, die Fähigkeiten sind ultra nice. Ihr kennt die Fähigkeiten leider schon und deswegen gibt es diesen großen Haken. Und ich erkläre euch aber gleich, warum ich denke, zumindest für meine Logik zu verstehen, warum sie das so regeln, wie es wahrscheinlich kommt. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, der hat festgestellt, Lifeline bekommt ein Rework. Es passiert leider erst in Season 22. Es dauert also noch ein bisschen. Aber es soll wahrscheinlich so ein riesen Tamtam wie um Revenant und sein Reborn-Rework geben. Respawn selber hat gesagt, das wird jetzt nicht alltäglich passieren, aber sie werden auf jeden Fall gelegentlich darauf zurückgreifen. Und Lifeline wird die nächste Legende sein, wo das eben so massiv ausartet. Alles andere, was jetzt in den nächsten Seasons so an kleineren Korrekturen für Legenden ist, wird natürlich nicht so ein Riesentamtam. Und in Season 22, quasi ein Jahr später nach dem ganzen Revenant-Gedöns, soll es wieder so ein Riesending geben. Ob es da wieder Stories von die Outlands-Trailer gibt, spielbare Missionen, wie wir es mit Loba und Revenant hatten, wo du die ganze Zeit mit deinem Armreif so hin teleportierst, das könnte ich mir definitiv vorstellen und ich kann euch auch sagen, dass sowas in der Art dieses Jahr noch kommt, weil diese Geschichte rund um Loba und Revenant ist noch nicht zu Ende erzählt und es wird noch eine finale Geschichte geben und das ist offiziell bestätigt von Respawn, als ich den frühen Einblick in Season 18 schon hatte. Da wurde die Frage nämlich gestellt von einigen anderen Zuschauern, ob es da mehr gibt und die Story ist nicht abschließend beendet. Da wird es noch eine spielbare Mission geben, noch Stories von der Outlands Trailer, also es bleibt spannend, was sehr, sehr geil für den Abschluss von Jahr 2023 sein wird. So, jetzt kommen wir aber mal zum Punkt. Ich möchte euch gleich erklären, warum ich verstehe, dass die Art und Weise, wie dieses Rework passiert von Lifeline, meiner Meinung nach nicht die geilste, aber die verständlichste Lösung ist. Denn ich zeige euch erstmal die Fähigkeiten und bringe etwas Licht ins Dunkle. Und wenn ihr euch die Fähigkeiten reinzieht, werdet ihr verstehen, um was es geht, wenn ihr wirklich schon lange bei mir dabei seid. Ich sage euch mal die Passive, wie sie aussehen soll. Das heißt aber nicht, dass es hundertprozentig 1:1 so übernommen wird. Das möchte ich auch nochmal betonen. Wir haben es beim Revenant Rework nämlich auch mitbekommen. Einige Fähigkeiten sind dennoch geblieben. Die passive Fähigkeit Netzwerkkommunikation. Du erhältst 25% Erholungseffekte deiner Teammates, wenn du dich in Signalreichweite befindest. Das heißt, bist du in einem gewissen Radius deiner Teammates, die sich gerade eine Batterie oder eine Schildzelle oder sonst irgendwas oder von mir aus auch ein Phoenix-Kit reinziehen, dann bekommst du 25% dieses Erholungseffekte auf deine Gesundheit oder auf deine Schilde. Das ist eine absolut heftig geile passive Fähigkeit, wie ich finde. Die taktische Schildsatellit, das ist meiner Meinung nach genau die Fähigkeit, die bei Lifeline wahrscheinlich so bleiben wird. Die Regenerationsdrohne setze einen Satellit frei, der Verbündeten folgt, um ihre Schilde zu regenerieren und sie wieder zu beleben. Ich nehme an, das Schilde regenerieren fliegt raus, Heilung bleibt und wiederbeleben kennen wir natürlich und dieses, dass die Drohne dich verfolgt, das ist natürlich etwas, was die Drohne umso effektiver und geiler macht, finde ich jedenfalls. Die Frage ist hier, wenn zwei Mates nebeneinander sind, die vielleicht zeitgleich geheilt werden, wen verfolgt die Drohne dann, wenn du dich bewegst? Müssen wir mal sehen, vielleicht erkennt das die Drohne, wer die Heilung nötiger braucht und wer nicht. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und die ultimative Fähigkeit, Relaissignal der Unsterblichkeit. Einsetzbares Satellitensignal, das verhindert, dass Verbündete im Signalbereich ausgeschaltet werden. Ausgeschaltet bedeutet gedownt. Ich hatte vor kurzem erst und ich habe über die letzten, keine Ahnung, anderthalb Jahre mehrfach drüber gesprochen, wem es noch nicht bekannt vorkommt, es sind die Fähigkeiten, die geleakten Fähigkeiten 1:1 von Uplink und deswegen sage ich, die Dataminer sind sich alle einig, Uplink wird wohl als Legende nicht ins Spiel finden und diese Fähigkeiten sollen angeblich Lifeline zugesprochen werden. Und jetzt sage ich, dass ich wahrscheinlich verstehe, warum das so ist. Denn stellt euch mal vor, die Fähigkeiten, die ich euch gerade genannt habe und Lifeline bleibt so, wie sie ist, die beiden in einem Team und dann vielleicht noch eine Watson oder ein Newcastle. Es wird so problematisch, dieses Squad platt zu kriegen und das würde so Meta sein, ist zumindest mein Empfinden. Möglicherweise werden da viele von euch sagen, das finde ich Käse, aber ich habe schon immer gesagt und viele von euch auch, so eine Support-Legende, die heilen kann, wäre schon mal noch geil. Aber stellt euch mal vor, und das ist jetzt so, wenn man mit logischen Worten mal rangeht oder wirklich mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, wie gut
wäre das fürs Spiel, wenn wir zwei Lifeline-ähnliche Legenden hätten, die wirklich ausschließlich auf Heilung gehen? Dann hast du eben noch eine Watson, die deine Schilder regeneriert und so weiter und so fort. Das wäre wahrscheinlich einfach ein bisschen zu heftig, könnte ich mir vorstellen. Klar gibt es viele angreifende Legende, die in etwa nah ähnliche Fähigkeiten haben. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber zwei Legenden, die so heftig supporten, wie Lifeline und Uplink dann, das wäre schon eine extrem heftige Geschichte. Und deswegen gehe ich davon aus, Uplink und wie gesagt die Dataminer auch sagen, dass Uplink nicht ins Spiel findet. Wem dieses Gesicht nicht sagt, das ist ein Charakter, der offiziell in den Stories from the Outlands Trailer schon mal gezeigt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Trailer hieß, schon ein paar Seasons her. Spielte auch mit Octane und Lifeline in einem Lazarett. Das ist quasi eine Support-Legende, die wir schon mal gesehen haben. Und wie gesagt, das sollten die Fähigkeiten sein. Und wenn Lifeline jetzt diese Fähigkeiten bekommt, wäre das auf jeden Fall eine heftige Sache. Und auch die ultimative Fähigkeit, wie gesagt, du kannst nicht gedownt werden. Du wirst wahrscheinlich 1% deiner Lebensenergie behalten, bis dieser Sender zerstört wird. Oder eben Ablauf da ist. Das hält vielleicht 10 Sekunden, 20 Sekunden, keine Ahnung wie lange. Und sobald das Ding da ist, kannst du gedownt werden. Aber solange du im Wirkungsbereich bist und das keiner schafft zu zerstören, kannst du faktisch nicht gedownt werden. Und da ist meine Theorie, stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr seid in einem Bunker auf World's Edge. Und dann hast du da hier deinen Tunnel und dieses Relais versteckst du halt in dem Bunker hinter einer Tür oder so, wo halt keiner reinschießen kann und Granaten vielleicht nicht so effektiv wirken können. Dann kannst du den in dem Signalbereich aufstellen und dann gehst du raus in den Tunnel und ballerst dich da dumm und dämlich, wenn da Gegner auf dich zukommen. Und du kannst eigentlich quasi fast nicht draufgehen. Und wenn deine Gegner so blöd sind und versuchen dich trotzdem hardcore zu pushen, dann ziehen die definitiv den kürzeren. Also wie gesagt, ich verstehe, wenn das so kommt. Ich verstehe, wenn Uplink nicht als Legende kommt, so rum. Das Rework würde ich gut finden. Was sagt ihr? Ist Lifeline so wie sie ist geil? Braucht sie ein Rework? Ich weiß, dass viele von euch Lifeline-Mains sind und sagen, komm, da könnte schon mal was passieren. Ich denke, für den Spielfluss, du musst nicht jedes Mal aufs Care-Package warten und dann rüstest du dein ganzes Team mit einem lila Körperschild aus. Das ist alles geil. Macht aber meiner Meinung nach den Spielfluss so ein bisschen kaputt. Das ist wie mit dem Shop von Loba und auch die Replikatoren machen meiner Meinung nach den Spielfluss so ein Stück weit kaputt, dass natürlich jeder den Spielfluss nutzt, wenn man die Legenden spielt, weil du ja einen Vorteil davon hast. Aber wenn du jetzt keine Legenden mehr hast, die irgendwie erstmal was aufstellen müssen, dann kannst du da looten, dann kannst du craften, dann kannst du dies machen und das machen, dann wird das Spiel schneller und flüssiger und vor allen Dingen bist du mehr bei der Sache und kannst dich dem Wichtigsten widmen. Das könnte vielleicht auch noch ein Grund sein, warum die ultimative Fähigkeit von Lifeline jetzt so wie es ist, komplett entfällt, was schade wäre, aber du hast natürlich mit einer Lifeline an Bord einen enormen Vorteil den Gegnern gegenüber, wenn du ewig nicht auf Gegner triffst, dass du ruckzuck lila Körperschilde für dein ganzes Squad und das ist eigentlich relativ simpel. Vielleicht ist das für Respawn ein bisschen zu krass und wie gesagt, wenn das Ganze rausfällt, wird das Spiel ein bisschen flotter gestaltet, wobei das Ding fällt eigentlich so schnell vom Himmel, das haben sie ja geil gepatcht, dass du nicht lange wartest. Das ist schwierig, da die richtigen Worte zu finden und da jeden geschmacklich wahrscheinlich zu treffen, wenn das Rework tatsächlich so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Jetzt habe ich es ganz schön in die Länge gezogen, sorry dafür. Ja, aber meine Meinung war mir jetzt mal gerade ein bisschen wichtig, das mit Kund zu tun, weil ich eigentlich Lifeline so wie sie ist ganz geil finde. Aber das wäre auch ganz cool. So, jetzt halte ich aber wirklich meine Klappe und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.